Einen wunderschönen, liebe Fatmans Group, und willkommen zu einem neuen Game, und zwar Hydroneer. Das wollte ich mir mal mit euch zusammen anschauen, denn was ganz interessant ist, dieses Spiel wurde von einer einzigen Person gemacht. Gibt's auf Steam für 8 Euro, schieß mich tot, ich packe euch mal den Link unten in die Infobox. Soll sehr verbuggt sein, aber wir werden uns das mal zusammen anschauen. Es ist ein Sandbox Mining Simulator. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Also man soll hier anscheinend halt Gold abbauen und richtige Minen bauen. Am Anfang soll das sehr stressig sein, wenn man halt alles von Hand machen muss. Später kriegt man dann richtige Maschinen und automatisiert die Prozesse. Die Bewertungen sind sehr positiv und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken uns das an. Achso, das geht schon los. Okay. Man hat, was ich auch gelesen habe, man hat kein Inventar. Also ich muss quasi von Hand, also wenn ich ein Werkzeug brauche, muss ich das nehmen und danach halt auch wieder ablegen, um anderes Werkzeug zu nehmen. Und die Karte, das erinnert so ein bisschen an Minecraft, gell? Navigiere in Hydroneer. Ja. Es hätte auch eine Anleitung gegeben, die hätte ich mir vielleicht angucken können, aber ich würde sagen, wir kriegen das auch so raus. Ich kann das nicht mehr weglegen. Ah. Okay. Bewahrt Ressourcen, Münzen, Wasser und Erde auf. Ja, ich möchte das... Habe ich da jetzt Wasser drin? Da ist jetzt kein Wasser drin. Wie kriege ich denn da Wasser rein? Aber ich würde sagen, wir kriegen das auch so raus. Und ich reiß halt gar nicht. Ja, vielleicht hat man uns doch kurz die Anleitung angucken sollen. Oh! Kann die Party losgehen? Boah, der ist aber schnell. Also ich habe schon viele Spiele gespielt, die von einer Person gemacht wurden. Aber das ist beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man merkt schon, dass da viel Arbeit drin steckt. Auch wenn da jetzt viele Bugs sind und so. Also ich habe jetzt noch keine gesehen, aber auch wenn das so sein sollte, ist es dennoch echt beeindruckend. Schmiedehammer wird mit einem Amboss benutzt. Ah, ich habe ihn ja schon in der Hand. Schaufel! Eine Schaufel! Eine Schaufel, Leute, die brauchen wir. Okay, die kann ich nicht nehmen. Eine Spitzhacke? Kann ich auch nicht nehmen. Angel kann ich auch nicht nehmen. Warum konnte ich... War ich nicht nah genug dran? Hä? Konnte den Hammer konnte ich nehmen. Okay, Leute, ich check überhaupt nichts. Ich glaube, ich werde mir wirklich die Kurzanleitung da mal schnell anschauen. Ja, viel habe ich jetzt nicht geguckt, Leute, aber wir brauchen definitiv eine Schaufel. So viel habe ich schon mal gesehen. Dem seine Schaufel sah aber anders aus als die hier. Ah, was? Wieso? Wieso habe ich sie jetzt? Okay. Egal, ich habe sie. Mit der Schaufel können wir jetzt... Was? Was kann ich die nicht mit... Ach, ich kann die nicht mitnehmen, weil das ja nicht meine ist. Scheiße, wir müssen irgendwo eine Schaufel finden, Leute. Nimm mal die dabei. Oh. Ja, nimm. Alter, nimm die Schaufel. Okay. Mit der Schaufel können wir jetzt Dirt. Können wir nicht. Doch. Können wir jetzt Dreck hier reinschaufeln? Ging das? Ja, das ging. Okay, cool. Dauert halt. Okay. Okay. Dann nehmen wir das Teil. Das stellen wir hier ab. Zack, haben wir Wasser drin. Dann nehmen wir die Brush. Und dann schütten wir das hier rein. Nö. Ja. Ich muss das Video nochmal gucken. Okay. Ich muss den Eimer hier rein leeren. Aha. Haha. Und dann können wir das Wasser hier schrubben. Und jetzt haben wir was bekommen. Nein, lass doch den Eimer da stehen. Ein Goldnugget kann mit Tegel zu Goldbahn geschmolzen oder direkt beim Juwelier verkauft werden. Okay, ich würde sagen, den lassen wir einfach mal da drin. Und machen auf Ehre noch ein Eimerchen durch hier.
Boah, schaut mal, wie routiniert das schon abläuft. Unglaublich. Ich hab's schon voll drauf. So. Den machen wir wieder nass. So. Der Goldnugget ist dann aber nicht weg, oder? Ne, der ist noch drin. Okay. Lernen wir unser Eimerschen wieder Eis. Zack. Und schrubben. Noch ein Goldnugget. Oh my goodness. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich die Scheiße dann abliefer und wo überhaupt, gell? Aber das kriegen wir dann schon. So, unser Eimerchen wieder voll gemacht. Wasser holen. Klitschiklatsch. Zurück. Abstellen. Lieber da, wo es ein bisschen gerade ist. Hier, Eimer ausleeren. Das ist doch nicht dein fucking Ernst, Alter. Hau die Erde jetzt da rein. So. Okay, wieder ein Goldnugget. Ja, ich weiß nicht. Wir bringen den Eimer jetzt vielleicht mal zurück zu unserer Base da und schauen, ob wir da irgendwie Kohle dafür kriegen. Keine Ahnung. Der labert auch irgendwas von Juwelier. Ich weiß, keine Ahnung, wo ein Juwelier ist. Achso, dann könnten wir auf die Karte gucken. Was? Ah! Ne, ist Player Location. Ah ja, hier, Juwelier. Die über die Brücke. Über die hier, oder? Okay. Da bringen wir jetzt unsere Goldnuggets hier. Okay, ich muss die Scheiße hier anscheinend auf den Tisch legen. Ah ja, jetzt krieg ich Kohle. Peng. Haha! Wird benutzt, um Sachen zu kaufen. Ja, aber steck doch die Kohle in die Tasche. Ich, nicht mal mein Geld ist in der Tasche, oder was? Scheiße, jetzt muss ich... Wo muss ich dann irgendwo daheim lagern, die Kohle, oder was? Wir müssen auf jeden Fall mehr Zeug hinbringen, weil das... 17 so Münzen bringen wir uns halt jetzt ja auch nicht. Scheiße, hier, so. Wo legen wir uns hier? Kaufen, da kann ich Zeug kaufen. Kleiner Ofen, platziere, um es zu nutzen, kann Tiegel und Barren zum Schmieden erhitzen. Ich will mein Geld hier irgendwo hinlegen, wo es halt nicht instant wegkommt. Beziehungsweise ich es nicht vergiss, weil ich ein Hirn habe, Prinzip. Bringen wir es einfach daher. Jetzt machen wir das noch ein paar Mal. Boah, jetzt wird's Nacht. Das ist ja auch räudig. Nicht gedacht, dass da Nacht werden kann. Das siehst du gar nichts. Kann ich da pennen gehen? Da stand ein Bett. Ein einfaches Bett, um bis zum nächsten Morgen zu schlafen. Nein, nein, lass doch das Bett da stehen, Junge. Ach, das müsste ich auch kaufen. Das, ja, ja, okay. Geht ja nicht, gell? Scheiße, jetzt muss ich echt bis morgen früh warten. Ich kann in der Nacht nicht arbeiten, ich sehe gar nichts, Leute. Ja, Leute, ich mache das jetzt noch ein paar Mal, bis wir hier mal so ein bisschen Kohle zusammenbekommen. Leute, ich habe das jetzt so eine Zeit lang gemacht und jetzt sieht es, also wenn man da so ein bisschen Routine drin hat, dann geht das eigentlich echt flott. Es hängt aber jetzt davon ab, wie viel dieser Eimer jetzt wert ist. Ich glaube, dass da auch ein Edelstein oder zwei Edelsteine drin sind. Ja, ist schon ein bisschen Arbeit, muss ich sagen, aber wir sind halt auch ganz am Anfang. Jetzt latschen wir mal da hoch, schauen die Pfanne hier mal auf den Tisch und dann gucken wir, wie viel Kohle das wir da kriegen. 130, ja doch, okay, das ist in Ordnung. Da kann ich mich aber hier nicht beschweren. Da könnten wir uns jetzt eigentlich schon was Feines kaufen, gell? Was kauft man denn als erstes? Je tiefer du gräbst, desto besser die Ressourcen. Ah, okay, ich kann da auch so einen richtigen Graben machen. Da müsste es halt mal wieder Tag werden, ganz ehrlich. Das mit der Nacht ist scheiße. Es kostet so einen Schmelzofen, 32, die sind recht günstig. Tegel erhitzt Eisen und Gold.
Erz, um Barren zu produzieren. Nach dem Schmelzen in die Gussform kippen. Aha, das ist die Gussform. Kleiner, ich brauche wahrscheinlich. Ah ja, kann Tiegel und Barren zum Schmieden erhitzen. Also ich brauche einen Ofen, einen Tiegel und so eine Gussform. Okay. Ich möchte hier, by the way, mal kurz erwähnen, dass das auch alles auf Deutsch ist, gell? Leck mich am Arsch. Also kann man nichts sagen. Für einen Hersteller ist das richtig krass. Ah, hier gibt es auch Laternenpfahl, um deine Basis zu beleuchten. Aber ich habe noch keine Basis, oder? Nee. Ich selber habe noch keine. Da baut man sich wahrscheinlich eine, oder? Ja, nach wie vor, wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier. Wir graben noch ein bisschen. Jetzt wird es eh wieder Tag. Also so eine Laterne brauchen wir jetzt gar nicht. Ich würde sagen, wir schauen, dass wir mal so ein bisschen weiter runter graben. Das geht vielleicht mit der Schaufel nicht mehr. Vielleicht ist dafür dann die andere Schaufel da. Also, wir brauchen Water. Schlimm. Zack, hier Wasser rein. Dann hier Eimer hinstellen, Schaufel, Erde. Schaufel weg, Eimer hier rüber. Ausleeren. Bürste und... Oh, Oida! Wieso war das so viel? Krass. Geil, okay. Ja, vielleicht, weil ich da jetzt schon so ein bisschen runtergegraben habe. Wenn es mal heller wird, dann können wir uns das mal... Ich sehe halt hier nichts. Ich habe an manchen Stellen schon ein bisschen... Ihr seht, dass ich fall hier stellenweise schon in so richtige Löcher rein. Aber ich kann die halt nicht sehen. Ja, wir müssen warten, bis es ein bisschen Tag wird. Und dann gucken wir uns das an. Ich kann mir auch zum Beispiel... Ja, die Pfanne und das ganze Zeug hinten aufs Auto drauf. Woanders hinfahren. Ich weiß nicht, ob es an anderen Stellen andere Ressourcen gibt. Und da mal so richtig Gold diggern. Ja, ich würde sagen, wir machen hier noch so ein paar Schippen. Die letzte hat sich ja übelst gelohnt. Das alles ein bisschen größer würde ich schon geil finden, dass man einen größeren Eimer hat und so. Aber wie gesagt, man kann auch viel automatisieren. Also, dass dann das Wasser automatisch auffüllt. Und also da... Ist anscheinend kann man sich da richtig grobe Sachen zusammenbauen, auch was ich auf Screenshots und so gesehen habe. Mal gucken, wie weit wir das spielen. Ja, ich ziehe die Axt jetzt, die Schaufel jetzt ungern raus, aber wir brauchen sie. Egal, wir bringen jetzt die Fuhre hier mal weg. Schauen wir mal, wie viel das ist. Das glaube ich schon noch mal eine Ecke mehr als vorher. Ich möchte zumindest mal so einen Goldbarren machen. Das setzen wir uns jetzt als Ziel, dass wir heute noch einen Goldbarren machen. So, Meister. 155, vorher waren es was, 130. Hab ich mehr erwartet, muss ich sagen. Ja, Junge, wie schaut's aus? Habe ich mehr erwartet. Wie läuft das jetzt ab, wenn ich was kaufen möchte? Ich möchte einen Ofen. Ja, Junge. Wie geht es? Ich nehme den Ofen und dann... Was mache ich denn damit? Wow! Da kann ich den jetzt vielleicht haben? Verdammt! Schon voll gefreut. Pass auf. Nee, ich habe keine Ahnung, wie soll das gehen? Der hat mir gerade einen Preis dafür gesagt. Ach, da hinten muss ich das hinstellen. Okay, und dann nehme ich Münzen und die tue ich hier rein. Ah, okay. Okay. Dann haben wir den hier, dann brauchen wir einen Tiegel. Den droppen wir auch hier. Geld rein. Zack. Und okay, dann gehört mir der. So, wir haben einen Tiegel. Wir haben einen Ofen. Dann brauchen wir noch eine Gussform. Hat das gereicht? So.
Okay, wunderbar. Unsere Kohle lassen wir mal dabei hier. Wie läuft, wie mache ich den an? Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir kriegen das auch so raus. Gut, wir müssen... Nee, wir brauchen jetzt erstmal irgendwas, was wir einschmelzen können. Also holen wir uns nochmal eine Fuhre Gold. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt reicht zum Schmelzen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ich hau das jetzt in den Tiegel rein. Glaube ich zumindest. So. Und hier. Jetzt muss ich halt rausfinden, wie ich das Ding hier anmache. Ah, okay. Okay, Leute, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Man muss den, also wenn ich den aufhebe und linke Maustaste drücke, kann ich den irgendwo platzieren. Und zwar muss ich mir da wie so ein Fundament bauen. Hab allerdings keine Ahnung wie, und ich möchte jetzt noch ein Bett kaufen, weil jetzt ist schon wieder Nacht und ich habe echt keinen Bock auf Nacht. Also hauen wir unsere Kohle hier rein. Kaufen ein Bettchen. Und dann bringen wir erstmal den... Nein, das kann ich ja auch nicht platzieren. Oh doch. Wow. Ich dachte, Alter, was geht denn jetzt ab? Ein Fundament, wo kriege ich das denn her? Holzfundament. Ah, okay. Da kaufen wir jetzt mal... Machen wir mal so... Kaufen wir mal... Weiß ich nicht. Boah, dass du hier halt alles einzeln tragen musst, das ist schon... mühselig. Okay, wir machen uns jetzt hier drüben so ein kleines Fundament, würde ich sagen. So, okay. Und auf dem kann ich dann den Ofen platzieren und dann geht der auch automatisch an. Ich muss auch noch dazu sagen, weil es mich jetzt bis jetzt nicht umgehauen hat, aber ich habe mir halt jetzt eben gerade ein paar andere Let's Plays angeschaut, die alle furchtbar waren. Also bleibt unbedingt bei mir und abonniert meinen Kanal. Aber krass, was man da noch bauen kann. Also das ist echt, echt richtig heftig. Also ich wollte es ja eigentlich nur anzocken, beziehungsweise euch mal zeigen, beziehungsweise auch selber schauen, wie es ist, weil mich das halt fasziniert, dass das von einer Person gemacht wurde. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das länger zu zocken. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, beziehungsweise lasst mir ein Like da. Schreibt mir auch, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Aber ich glaube, dass wir da echt was Cooles starten könnten. Also da könnte man uns vielleicht über längere Zeit mal was richtig Grobes zusammenbauen. Ihr entscheidet, Freunde. Ihr entscheidet. Beziehungsweise werde ich jetzt da mit einem Kumpel auf Twitch Scrap Mechanic streamen. Muss man mal schauen, ob sich das nicht zu sehr ähnelt. Aber da könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen. Könnt ihr mal ein Follow auf Twitch da lassen, wenn ihr auch mal einen Livestream sehen wollt. Jetzt sollten wir das Teil hier, ja genau, jetzt können wir es hier platzieren und es geht automatisch an. Wir stellen es aber hier an die Ecke. Dann holen wir noch unseren Tiegel. Batzen wir die Gussform hier hin. Jetzt nehmen wir den Tiegel, stellen ihn hier rein. Jetzt sehe ich den grünen Punkt, das ist ja auch blöd. Okay, da muss man kurz warten, es wird jetzt heiß. Das ist auch nicht geschmolzen. Okay, stellen wir es nochmal rein. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Wie tief haben wir hier gegraben? Da graben wir jetzt noch so ein bisschen runter. Es gibt da auch so richtige Höhlensysteme mit Schätzen und Verstecken und Geheimnissen. Und man kann ein legendäres Schwert da bauen. Und es ist anscheinend echt um einiges umfangreicher, als ich dachte. Davon aber mal abgesehen, ob wir das jetzt weiter zocken oder nicht, ob euch das gefällt oder nicht. Das hat ein Typ gebaut. Also ich bin echt schwer beeindruckt. Was glaubt ihr, was der Kerl mit Budget machen würde? Also wenn du jetzt nicht fertig bist, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Scheiße. Ah, jetzt hat. Ah, okay. Nice. Fetter Goldbarren. Kann zu Schmuck verarbeitet werden oder beim Juwelier oder dem Markt verkauft werden. Das habe ich auch gesehen. Man kann dann, wenn man einen Amboss hat und einen Schmiedehammer, kann man auch Ringe machen. Also generell Schmuck. Ja, wie gesagt, echt krass umfangreich. Und man kann das halt eben alles automatisieren. Also Gold wird dann automatisch abgebaut und...
Wow, ein Groschen. Juhei. Wir speichern jetzt mal, speichern und zum Hauptmenü zurückkehren. Los. Ich fand es überraschend gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Ist mühselig, klar. Habe ich aber auch gelesen, dass der Anfang sehr, sehr anstrengend ist. Wobei, so schlimm fand ich es jetzt gar nicht. Und dass, wenn dann halt mal alles automatisiert ist, dann hält sich das in Grenzen. Dass es so Dungeons und so ein Zeug gibt, das hätte ich nicht gedacht. Wusste ich nicht. Finde ich richtig cool. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur mal so ein Angezockt machen. Finde es aber jetzt nicht schlecht. Aber wir werden eben auch noch Scrap-Mechanik auf Twitch anschauen. Also wie gesagt, lasst mal voll auf Twitch da. Und wenn die Spiele sich zu sehr ähneln, dann macht es jetzt keinen Sinn, dass ich das weiterspiele. Aber lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Remember me for centuries.